Hallo, ich grüße euch zu einem Wetter.net Spezial. Aufgepasst! In den Alpen, da herrscht in den kommenden Tagen wirklich Lebensgefahr. Es sind neue Schneemassen in Sicht. Es können insgesamt bis zum Montag nochmal 1,5 bis 2 Meter Neuschnee vom Himmel kommen. Und das obendrauf auf die bereits gefallenen 2 bis 3 Meter Schnee. Das sind also stellenweise Rekordschneehöhen, die noch nie so gemessen worden sind. Und das sind eingeschneite Autos nur das geringste Problem, denn die Lawinengefahr, die ist hoch. Jederzeit können sich Lawinen lösen, können Menschen verschütten, aber auch ganze Ortschaften unter sich begraben. Das hatten wir alles schon mal gehabt. Ich erinnere mal an das Lawinenunglück vor gut 20 Jahren in Galtür, bei dem es viele Todesopfer gab. Ja, und auch viele Gebäude sind eingeschneit und müssen dringend von den Schneemassen befreit werden. Schauen wir uns mal die Wetterlage der kommenden Tage an. Ja, und wir haben hier ein tiefer Osteuropa und hier über Südeuropa und beide zusammen schaufeln immer wieder feuchte Luft gegen die Alpen und die Luft wird dort ausgepresst und es kommt zu diesen heftigen Schneefällen. Ja, schauen wir uns das Ganze mal an auf der Niederschlagssummenkarte bis zum Montag und dann sehen wir, im Alpenraum sind nochmal bis zu 150 mm Niederschlag möglich. In Schnee umgerechnet sind das ungefähr 1,5 bis 2 Meter Neuschnee, aber auch im Erzgebirge und im Schwarzwald, da kann es ordentlich Niederschlag geben und auch der fällt vor allen Dingen in den höheren Lagen meist als Schnee, also auch dort muss man wohl mit großen Behinderungen rechnen. Schauen wir uns zum Schluss noch die Ensemblevorhersage an, diesmal für den Westen Österreichs und wir sehen bis zum 24. Januar Dauerfrost in den Alpen und dazu immer wieder heftige Niederschläge und die fallen in den Alpen durchweg als Schnee. Das heißt, hier bahnt sich wirklich eine Schneekatastrophe an, denn es werden weitere heftige Schneefälle erwartet und das kann noch ganz schön dramatisch werden. Das Wetter für euren Ort findet ihr wie immer unter www.wetter.net. Tschüss, bis bald.